und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war heute bei DM und habe einmal eine Bestellung abgeholt und ja, noch ein paar weitere Sachen eingekauft. Die werde ich jetzt zusammen mit euch durchgehen. Ich habe ein paar Neuheiten entdeckt und ja, noch andere Sachen eingekauft. Als erstes habe ich hier einmal diese Weißschwämme, beziehungsweise die heißen eigentlich Schmutzradierer. Ich nenne sie aber Weißschwämme, weil das sind so weiße Schwämme. Und ich nutze die immer für die weißen Wände. Und zwar mache ich die immer ein bisschen nass und dann reibe ich über Flecken drüber und kriege die somit dann auch immer weg. So, als nächstes habe ich hier Staubblitz. Das ist von Profissimo. Und zwar nutze ich eigentlich die Swiffer Staub. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich hole die mal ganz kurz. Eigentlich benutze ich das immer von Swiffer und zwar habe ich das hier. Das ist dann ein Stab und diese Aufsätze, mit denen man dann den Staub wegmacht. Und als ich das jetzt von DM gesehen habe, dachte ich, ich probiere das einfach mal aus. Das ist günstiger und funktioniert eigentlich genauso. Also es ist auch ein einzelner Stab und diese Aufsätze. Ich glaube, ich probiere das einfach mal gleich sofort aus. Moment, ich öffne das mal kurz. Also, das sieht so aus. Dann kommt das anscheinend so da rein. So, ist nicht ganz so einfach. Dann sieht das so aus. Und dann gibt es die Aufsätze. Ah, ich muss sagen, das sieht nicht ganz so hochwertig aus wie das von Swiffer. Und vor allem habe ich das Gefühl, dass das etwas flust. Ich versuche das mal in der Kamera zu zeigen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Hier stehen schon so die Fasern ab und es sieht aus, als würde das flusen. So, einmal die beiden im Vergleich. So, ich probiere das jetzt einmal kurz aus. So, ich habe das jetzt gerade mal auf unserem Couchtisch ausprobiert. Es hat aber gut funktioniert. Ich kann aber gerne nochmal in einem späteren Video darauf eingehen und das genau bewerten, wenn ich das öfters benutzt habe. Dann habe ich diesen Gemüsesaft gekauft. Und zwar hat meine Mutter den früher immer gehabt. Und da ich nicht genug Gemüse esse, dachte ich, ich nehme den mal mit. Der ist eigentlich auch ganz lecker. Der ist auf Tomatenbasis. Ja, und dann ist da noch, was ist da alles drin? Karottensaft, Sauerkrautsaft, Selleriesaft, rote Beete und. Probiere ich nochmal. Als nächstes habe ich ganz unspektakulär ein paar Q-Tips. Dann habe ich dieses Duschgel gekauft. Das habe ich schon mal gehabt. Und zwar finde ich, riecht das super gut. Das riecht ja, nach Kakao, Winter, super angenehm von Kneipp. Es ist so von der Farbe so ein bisschen orange. Ich kann das mal versuchen zu zeigen. So. Ja, das ist super angenehm auf der Haut und riecht einfach sensationell. Dann habe ich mir diese Haarclips gekauft. Von Evelyn und zwar wollte ich die einfach nutzen, um mal meine Haare so ein bisschen so nach hinten zu stecken, weil die stören mich oft in meinem Gesicht. So, dann habe ich Breath Power gegen Kalk und Schmutz. Als nächstes habe ich das Micellenwasser von Garnier. Das ist das hier. Das habe ich mir gleich zweimal gekauft, weil ich das immer nutze, um mein Gesicht zu reinigen und um mich abzuschminken. Ich komme da super gut mit klar
und ja, brauchte immer einen Vorrat. Dann habe ich mir diese Putzhandschuhe, Haushaltshandschuhe gekauft. Und zwar nutze ich die immer zum Spülen, weil wenn ich die nicht benutze, dann werden meine Hände immer so trocken. Und ja, deshalb mache ich das immer lieber mit den Handschuhen. Dann habe ich eine Neuheit entdeckt, und zwar dieses Shampoo und Conditioner von, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, Jean und Len. Ja, erstmal sah das für mich total ansprechend aus. Die Verpackung, das riecht auch nach Mandel. Ja, das riecht ziemlich gut. Ich bin gespannt, wie das ist, und ich kann gerne nochmal berichten, wie ich das finde. Dann habe ich diese Balea Ultrasensitiv Tagescreme gekauft mit Urea. Die habe ich tatsächlich eben schon einmal kurz ausprobiert. Ich finde die super gut. Ich habe die ganze Zeit eine Tagescreme von The Ordinary benutzt. Die hat mir aber nicht so gut gefallen. Ich mag eigentlich die Produkte von The Ordinary sehr gerne, aber die Creme hat es nicht so wirklich getan für mich. Die hier finde ich tatsächlich sehr gut. Ich habe im Winter immer sehr trockene Haut, und die ist wirklich sehr reichhaltig. Aber die ist nicht so wie manche andere Cremes, dass sie dann auf der Haut so drauf sitzen, sondern die zieht gut ein, aber ist sehr reichhaltig. Also kann ich bis jetzt auf jeden Fall empfehlen. Dann habe ich zweimal dieses Deo mitgenommen. Um ehrlich zu sein, tut Deo bei mir nicht wirklich was. Ich benutze es irgendwie trotzdem. Ich habe schon einige ausprobiert. Ich habe das Gefühl, bei mir ist da kein Unterschied, ob ich jetzt Deo nehme oder nicht. Ja, aber fürs Gefühl nutze ich im Moment das hier. Als nächstes habe ich diese Baby Wipes. Ich habe immer Baby Wipes, beziehungsweise das sind Water Wipes. Die habe ich immer im Auto. Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt auf einer Fahrt ist und man hat was gegessen oder so, dann kann man sich die Hände sauber machen. Oder wenn man tanken war oder wenn irgendwas im Auto dreckig ist, habe ich die super gerne einfach da, damit man schnell etwas reinigen kann oder sich erfrischen kann. Und ich nehme super gerne die Baby Wipes, weil die zu 99,9% aus Wasser bestehen. Dementsprechend sind die gut für sensitive Haut. So, als nächstes habe ich diese Tuchmasken, mit denen komme ich super gut klar, die habe ich schon viele Male genutzt. Ich nutze ansonsten auch gerne die Garnier Hydra Bomb Masken und wechsle immer so ein bisschen ab. Letztendlich sehe ich keinen großen Unterschied zwischen vorher und nachher, aber es gibt einfach ein ganz tolles Gefühl auf der Haut und es spendet viel Feuchtigkeit. Dann habe ich diesen Brow Pencil von Catrice. Mag ich super gerne. Der hat zwei Seiten. Aber hier einfach so ein kleines Bürstchen. Und auf der anderen Seite einen super feinen Stift. Damit kann man super gut ganz feine Härchen malen. Und ich finde, das sieht sehr natürlich aus. So, dann öffne ich einmal schnell das Paket. Da sind einmal die Washis drin. Und zwar habe ich die für meine Mutter bestellt. Weil wir waren letztens bei meiner Oma und dann haben wir uns abends zusammen abgeschminkt. Und ich nutze immer die Washis mit dem Micellenwasser in Kombination, um mich abzuschminken. Und komme damit super klar. Meine Mama hat das dann auch mal ausprobiert und fand das auch sehr gut. Deshalb habe ich die schon mal gekauft, damit ich ihr die schenken kann. Als nächstes habe ich diesen Wonderstick von NYX. Ja, ich bin mal gespannt, wie der ist. Ich habe den auch online entdeckt. Ich öffne den mal ganz kurz. Ich habe nur Puder, um mein Gesicht zu konturieren, und wollte schon seit längerem mal Cream Contouring machen. Und jetzt werde ich das mal ausprobieren. Der sieht so aus. Mal kurz. Da ist einmal eine helle Seite. Die glitzert auch. Und hier ist die dunkle Seite.
bin gespannt, wie ich damit klarkomme. Ich werde es euch auf jeden Fall berichten. Und das war's auch schon mit meinem kleinen DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.